Gebt mir Deckung. Ich muss hinter einen Baum strullen. Und mit diesem schlechten Witz sage ich herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Was ist das da für eine Quest? Und wo sind wir? Wieso sind wir hier? Nun, mir ist ein ziemliches Missgeschick passiert. Ich habe hier aufgenommen, gequestet. Und ja, natürlich mit meiner neuen Anfangsart. Ich möchte durchziehen, dass ich immer so einen Witz abspiele. Am besten hier mit schönen UI aus, natürlich. Ne? Aber ja. Was ist passiert? Ich habe richtig aufgenommen. Es war, die Instanz war beschissen, mal ganz ehrlich. Also ohne Arcane-Explosion konnte ich dort gar nichts wirklich ausrichten oder ohne den schönen Blizzard. Weil es ist nur noch ein Moment. So. Hinterm Tank herlaufen und so machen. Weil alles andere waren Nahkampfklassen, außer der Schamane. Ich glaube, dass er die Zauberskillung anhatte. Sah aber nicht so aus, muss ich gestehen. Ja. Das war das mit der Instanz, ein Hinterherrennen und trotzdem habe ich es teilweise geschafft, auf dem zweiten Platz beim Damage zu landen. Weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe, muss ich ehrlich gestehen. Naja, man hat nicht wirklich was verpasst, es war einfach Müll. Und was passiert ist, ist, ich habe alles aufgenommen, aber nicht das Bild. Sound und alles war da, nur kein Bild. Weil ich Fenster noch für ein anderes Spiel eingestellt hatte. Ich wollte euch zum Beispiel auch die Reise, sagte ich, nicht antun nach hier 1000 Nadeln. Die werde ich euch jetzt aber doch antun müssen, leider. Weil, wie gesagt, es ist... Naja. Kleine Guild-Neuigkeit. Ja, also was noch so ist, wenn ihr hier spielt, auch auf dem Zirkel des Szenarios oder hier anfangen möchtet, weil ihr denkt, ja, mal neu anfangen wagen, ne? Weil Account-Items sind ja eh gebunden, kosten nur noch Gold bei den Zwergen hinten. Es gibt zwar noch welche für Ehre, aber ich glaube, das sind andere zum Teil. Ja. Einfach anschreiben, am besten per Brief hier, ne? Briefkasten und so. Ihr könnt auch gerne mir eine Nachricht über YouTube schicken. Die E-Mails kommen ja so oder so auf Google an. Du bist hässlich. So. Ja. Also, wie gesagt, das ist so etwas. Und wenn ihr dann sagt, ja, hey, hier, ich möchte der Gilde beitreten, dann nur gerne. Na, Offline-Mitglieder, ja, da sind noch die Gründer. Ich weiß nicht, wie lang die wirklich drin sind. Das hier ist mein Main-Character natürlich. Das ist der Kollege, mit dem ich als streame. Die gehören mit zu den Mitgründern. Muss langsam dann raus aus der Gilde. Wobei das glaube ich gar nicht geht, weil die Gilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, die Gilde hat dann zu wenige. Es müssen ja mindestens 6 Mitglieder sein. So wie das aussieht, ist es, wobei das gar nicht sein dürfte. Das, da haben wir doch noch was. Oh, bist du denn, du komisches? Hm.
Echt? Habe ich dich deaktiviert? Nein, Guild Manager ist da. Das heißt, du müsstest... Da, hier, Guild Manager. Promotion. Das ist egal. Prune. Das ist, wie wähle ich hier jetzt jemanden aus? Egal. Egal. Das ist, ist egal. So. Die Quest, die wollte ich hier noch abgeben. Grüße. Das Licht segne euch. Ich hatte auch, seid gegrüßt. Ein paar für die Allianz. Account-Items mehr. Das sieht anders aus. Nein. Das sieht auch anders aus. Nein, nehmen wir nicht mit. Ich will jetzt da 1000 Nadel. Und da gehen wir jetzt auch hin. Alles andere kann uns wurscht sein. Auf gut Deutsch. Beziehungsweise klar, auf Klartext. Tausend Nadeln? Ist das da nicht auch hier rüber? Düstermarschen hinkommen? Doch, müsste doch gehen. Ich folge mal dem Weg. Was? Ach so, du bist ja so einer. Okay. Ich dachte gerade. So, alle Daten zurücksetzen. Okay, dann reiten wir mal die Wege entlang und hoffen das Beste. Normalerweise bräuchte man ja jetzt irgendwie etwas zum Erzählen für solche Laufwege. Ich habe aber nicht wirklich was. Aber ernsthaft? Voll die Belagerung hier. Okay. Go. So, jetzt können sie kommen. Machen können sie nichts. Und ansonsten richte ich schon mal hier meine eingebaute Rasseninsignie. Ja, es ist... Da hinten kommt so ein... Goldener Flugpunkt? Keine Ahnung, was das für ein ist. Er scheint auf jeden Fall nicht oft da zu sein oder nicht noch nicht sehr lange. Ach komm. Okay, ich weiß, warum ausmachen. Ich hoffe allerdings, dass ich da jetzt nicht erst aufräumen muss da drin. Ich reite hier nur durch. Lasst mich durch. Lasst mich in Ruhe. Dann tue ich auch euch nichts. Ich rotte euch nicht aus, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Was seid ihr eigentlich für Typen?
Seid ihr Menschen oder? Nee, ihr seid irgendwelche Reptile. Okay. Ich muss sagen, ich war hier schon wirklich so lange nicht mehr, dass ich absolut fast nichts mehr erkenne. Ah, Gott. Hey, wie geht's euch? Habt ihr noch brauchbare Quests? Eigentlich nicht. Vishnu Allah. Eigentlich nicht, deswegen holen wir uns hier jetzt nur den Flugpunkt, würde ich sagen. Der ist safter außerhalb. Ein bisschen gefährlicher, bitte. So. Was liegt an? Schön, dass ich helfen konnte. Und ja, da geht's. Das ist gut. Richtung 1000 Nadeln. Gehen wir hier lang. Ah, ich muss sagen, die Ecke kenne ich schon gar nicht mehr. Ich glaube aber auch, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zumindest nicht das Lager oder nicht mit Goblins. Wobei doch, es können Goblins gewesen sein, weil die gab es ja zuerst nicht als spielbare Rasse und waren somit auch nicht wirklich Orte fixiert, sondern sie waren eher so neutral. Man hätte es bei den Pandas zum Beispiel genauso machen können, dass sie bei beiden Fraktionen neutral ist. Und ja, und da eben Ruf steigern kann. Und klar, wenn man dann halt ja, Allianz-Dinger tötet, also solche Quests macht, dass dann der Ruf bei der Allianz runtergeht und so weiter. Ist ja klar. Also, 1000 Nadeln. Sonst kommt man hier immer, muss ich sagen, an einem ganz anderen Ort raus. Wobei hier echt einiges anders aussieht als ja, früher. Also, hier gab es zumindest damals weniger Wasser, oder bin ich da jetzt falsch informiert? Was ist das für ein Schiff? Ja, und hier. So eine Art Wasserstadt. Walhai. Groß. Boss. 40. Rare Mob. Da muss ich. Ramop? Seid ihr hier alle feuerempfindlich? Kann das sein? Dann bleibe ich nämlich gerade hier auf Feuer geskillt. Ja, das hier ist auf. Irgendwie. Oder war das. Verwechsel ich das jetzt so sehr mit Tanaris? Nee. 1001 sah definitiv früher anders aus. Schnauze. Wir suchen uns auf jeden Fall jetzt hier unseren Weg. Ja, also wie vorhin schon angesprochen, wer in die Gilde kommen will, ist gerne dazu eingeladen. Am besten, wie gesagt, per hier Briefchen anschreiben. An den Charakter hier. Wobei, ist das ein normaler Punkt? Ernsthaft.
Ich habe ja hier noch mehr. Magnolia ist mein Dingens, mein Dudu neu erstellt und Ban ist mein Schurke auch jetzt erstellt, aber nie eingeloggt. 1000 Marvel ist das aber definitiv anders da als. Ach, dir doch einfach. Ich weiß nicht, ob man da hinten hochkommt. Sieht aber dann noch aus und jetzt muss ich kurz gucken. Wir müssen. Okay, wenn, dann müssen wir zu diesem goldenen Dingens. Was zur Hölle? Aber nicht zu diesem Wahlheim, muss ich ganz gar nicht so stehen, der mampft mich weg. Aber wir müssen an dem scheinbar vorbei. Okay. Geronimo! Ich will zumindest mal wissen, wie das Viech aussieht. Ich habe das Viech hier noch nie gesehen. Ich allgemein ist hier so. Da will ich auch mal rein. Und wenn es mich killt, genauso wie der Wahlheit, der wird mich sowas von weg omnomnomnen. Das ist fast schon versprochen, weil die Bosse wirbeln mich. Ernsthaft, du tust nur weh. Kein hier rumgeschnetzel Wirbel. Punkt, Punkt. Beschiss. Hier ist ein Schiffshalter Schnorrer. Dieser Name. Komm, pot, bam. Jetzt bin ich auf Valheim mal gespannt. Was das für ein Viech ist, für ein ominöses. Ich kenne das echt noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie alt es ist. Es wird wahrscheinlich jetzt auch schon wieder 3 oder 4 Jahre alt sein. So kurz nach, wahrscheinlich reingepatcht worden, so ein paar Tage direkt nachdem ich meine Pause eingeleitet hatte. So. Komm, ist das Valhall? Mann, der ist tot. Der ist tot. Ist ein Wildtier, kein Boss. Was für ein Vieh! Ich meine, bin an der Stelle recht froh, dass der tot ist schon. Ich weiß aber nicht, wie lange der da tot liegen bleibt. Wie hat der respawn? Wo hat der vor allem respawn? Oder kann es sein, dass der nur für eine Quest gut ist?
Ah ja, wenn man so einfach tauchen könnte in Real Life, dann ja, ich meine Walhai, ne? Der Name ist nicht von irgendwoher. Hier sind Häuser unter Wasser. Häuser. Das hier sieht. Es scheint hier zumindest freundlich zuzugehen. Komme ich hier irgendwo hoch, rein, wie auch immer. Fände ich sehr nett. Rennbahn. Doch, das war hier. Wieso ist hier alles unter Wasser? Och, Menno. Das ist ja, ich weiß ja, dass Todes, dass Deathwing uns so ein bisschen Randale gemacht hat und so, ne? Aber, ich meine, hallo. Das ist doch... wieso bin ich hier... wieso ist das hier nicht mehr neutral? Hi. Okay, Glück gehabt. Es ist... ich wüsste gern, was hier passiert ist. Halt die Videosequenz dazu, die... ernsthaft? Ja, okay. Ist gut. Verstanden. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit hiermit verbracht. Um festzustellen, dass wir hier höchstwahrscheinlich nicht mehr questen können. Das tut mir leid. Das hätte ich gerne früher gewusst. Hey! Man sieht sich! Jetzt muss ich gucken. Fast Level 40. Da wären wir nach Schlingendorntal. Sowieso nicht rüber. Und hätten hier gequestet. Also. Muss ich gerade gucken? Westliche Festländer und östliche Festländer könnten wir jetzt noch kennen. Details Wunderstadt Hügelland Arati Hochland Tieres Fall. Das ist irgendwo noch. Todes End. Ist irgendwo noch der Krater von Dalaran hier in Tieres Fall? Ja. Westliche Pestländer.
bleibt uns nichts anderes übrig. So leid es mir tut, ich wäre gerne Richtung Krater von Ungoro weiter gequestet in die Richtung, aber ihr seht's ja. Ne? Sorry. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich in den Pestländern bin. Bis dann. Ciao.